Und weiter geht es mit einer wilden Folge von Asker. Wir sind hier dabei, uns vorzubereiten. Eine Invasion startet in 23 Tagen. Ich habe so das Gefühl, wir werden nicht überleben, aber ich habe ja noch parallel den anderen Spielstand gestartet, wo wir alles ein bisschen strukturierter, ein bisschen geplanter aufbauen. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne vorbei. Ich denke, das wird sogar besser als das hier. Aber gut, wir machen jetzt trotzdem weiter, lernen wir noch so ein bisschen, ne? Und jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir als nächstes überhaupt so machen. Also wir bräuchten auf jeden Fall nochmal ein paar neue Leute. Essen. Haben wir erstmal was? Ich muss mal ganz kurz schauen. Pilze, die haue ich auch erstmal rein. Ich bin mal großzügig. Kohle. Ja komm, hauen wir mal einen Brocken hier rein. Wir haben eh über 140 oder so. Ihr seid alle Hayabubu am machen. Wir haben unseren Mann dort hinten. Ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir irgendwie Eisen finden, ne? Wir haben einen, der verteidigt. Hier wird ein bisschen gesammelt. Das Ding kann ich eigentlich abreißen, oder? So. Jäger. Ich muss mal ganz kurz schauen, Jäger, was oben mit dem Fleisch ist. Ich dachte, irgendwie Fleisch verschwende. Aber warum machen die mein Fleisch eigentlich nicht klein? Warte mal, für den Winter kann man ja schon mal hier zack reinhauen. Dann muss man das in Zukunft nicht machen. Wie haben wir hier wieder 6? Also die sind auf jeden Fall sehr gut am Jagen. Darüber will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber ich muss ja jedes Mal das Fleisch klein machen. Machen die das nicht? Muss ich das jetzt jedes Mal machen? Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. Warte mal, wir können doch hier upgraden, aber da brauchen wir den Schreiner. Alles klar. Und dafür brauchen wir Metall. Metall, da brauchen wir, glaube ich, die Höhle. Und wo hier eine Höhle ist, habe ich noch keine Ahnung. Ich muss mal auf Entdeckungstour gehen. Weil, auf den neuen Spielstand, den ich gestartet habe, habe ich, glaube ich, diesen Ort direkt gefunden und habe sogar meine Base in der Nähe. Aber hier habe ich noch keine Ahnung, wo das gute Ding ist. Ich sage, wir machen es erstmal klein. Packen dann das Fleisch rein. Dann nehmen wir vielleicht einen Holzfäller erstmal raus, dass er ein bisschen uns hier die Nahrung zubereitet. Mal schauen. Mit der Kochstelle. Ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, aber irgendwie wird schon funktionieren. Und ich muss mich eigentlich ganz dringend heilen. Hallo. Ich würde es bevorzugen, wenn du hier zumachst. Weil ich habe keine Lust, dass die hier reinkommen. Deine Hilfe brauche ich eigentlich nicht, aber gut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, dann wollte ich auf jeden Fall noch gerne Pfeile vorbereiten. Jetzt läuft sie mit dem Fleisch weg, ne? Das... Kommst du mal her? Nein! So. Du hast ja gar keine Pfeile mehr. Nehmen wir jetzt alles mit. Ja, gut, springe ich rüber. So. Pfeile produzieren, da muss ich mich irgendwie heilen erstmal. Warte mal, hey Leute, wir haben doch bestimmt noch einen Bauer. Ja, die schlafen ja noch gerade. Oder? Sind schon alle wach. Warte mal. Ein Koch. Kann ich hier einfach Fleisch irgendwo reinhauen? Nicht da. Ich glaube da. Und hier ist Gemüsekorb. Fleischlager. Ja. Okay. Ja, dann setze ich mal jemanden ein. Ich habe zu wenig Leute, ne? Aber Baumeister, dann kann ich einen vielleicht abgeben. Sind beide, ja. Mach erstmal. Und sobald es fertig ist, dann können wir die ja wieder da rausholen. Hier könnten wir nochmal einen Brunnen bauen. Wo bauen wir denn nochmal? Und eine Wisp. Oh nein, neue Gegner. Wisp? Was ist ein Wisp? Wo? Kochen, warte mal. Was brauchst du?
Warte, wir können es ja direkt mal so anschauen. Noch Aufgabe. Ach so. Ach so. Das ist auch noch. Kochaufgabe. Ah. Ach so. Wir können erstmal nur einen Bärenkompott machen. Ah, nee, ah, warte mal, Fleisch. Nee, doch, Fleischlager. Ja, okay, gut. Den Job kannst du aufgeben, aber du kannst ja hier hin, ne? Oder? Können wir nicht jemanden auch hier zuweisen? Koch, Koch, Koch. Wo ist sie denn jetzt? Kochhaus. Dann bist mal hier. Am Grill. Aber hier kann ich nirgends was Fleisch lagern, oder? Und hier auch eine Aufgabe verteilen. Aufgabe hinzufügen. Aha. Keine Ahnung, muss ich das so hoch machen, wie es geht? Ich weiß nicht. So, und was, wenn ich hier das Fleisch jetzt einfach gebe? Dann müsstest du ja anfangen zu braten, ne? Ich beobachte dich. Ich muss ja so oder so hier noch Pfeile produzieren. Dann hauen wir erstmal die Knochen hier rein. Jetzt habe ich ganz viel Kohle. Das sollen wir auch mal lagern. Ja, sie macht es. Okay. Ich hoffe, sie fügt auch selber Brennstoff hinzu. Ich mache das jetzt einmal. Dann kann sie wenigstens das braten. Ein Heiler. Ich muss mich erstmal eine Runde heilen lassen. Nehme ich den Bauarbeiter erstmal raus. Mal hier. So. Heiler. Ja, nehme ich erstmal dich, ne? So. Ich brauche volles Leben. Uiuiui. Und dann, wenn ich volles Leben habe, dann gehe ich kurz nochmal oben schauen, was der Bauer macht. Ob der da auch oben klarkommt. Damit er unser Kram anbaut. Ich hoffe, die kommt jetzt. Ich brauche Heilung. Warte mal, ich kann schon mal das Feuer machen. Ah, da kommst du ja. Hallo. Also, heile mal deinen Boss. Ja, oh ja. Das gefällt mir. Yes. Pester. Pester. Okay. kann ich eigentlich auch schauen, wie viel Leben die anderen gerade haben? Ich glaube nicht, ne? Aber das wäre auch ganz wichtig. Also, die werden langsam glücklicher. Alter, der ist sogar 100. Glücklicher Typ. Der ist mit wenig zufrieden. Gefällt mir. Genauso wie ich. So, peitsche mich noch mal ein bisschen. Wunderbar. Dann kann es erstmal wieder Bauarbeiter werden. So. Gut, durstig ist der Mann. Der Mann ist durstig. Ja, warte mal, eigentlich. Warte mal, die Wände hinten und so. Ja, da. Ah, wir brauchen Steine, ne? Ja, aber ich habe am Anfang so viel gefailt, Leute. Das ist. Deswegen, wir hängen mit so viel Kram zurück. Wir haben jetzt auch immer ein riesen Steinproblem. Du brauchst wieder Sammler. Weil du machst gerade gar nichts. Das heißt, du bist ja eigentlich auch eher unnötig. Ich muss Sammler aufstellen. Das soll ich gleich als allererstes machen, aber jetzt erstmal schauen wir. Wie es hier aussieht. Ah, ich wollte auch immer mehrere Flaschen machen. Ich vergesse es immer. Ich vergesse es immer, mehrere Flaschen zu machen.
So, ich helfe ihm jetzt erstmal. Es geht ja ganz fix. Das ist eine wichtige Nummer. Ansonsten muss ich das Feld erstmal vergrößern. Den Sammler wegballern. Und wenn wir das gemacht haben, dann kann der ja auch erstmal hier mit auf dem Feld arbeiten. Die sieht aber soweit ganz gut aus, ne? Dann brauche ich das einmal auf. So. Gut, dann sieht es soweit ganz gut aus. Dann können wir den hier machen lassen. Wie sieht es hier aus? Samen hat er, der hat auch hier den Kram sehr gut. Ich habe irgendwie Angst, dass das hier auch abgerissen wird. Ich hau es lieber unten ins Lager rein. Ist mir irgendwie lieber. Wenn doch dann Skelett ist, das alles abreißen, dann sind hier hinter meine ganzen Beeren und so weg. Das kann ich nicht verantworten. Sieht soweit ganz gut aus. Wie sieht's aus? Du bist hier am Braten. Bist du fertig? Die ist egal. Hä, warum macht die Pause? Hä? Messer. Willst du ein Messer? Du hast doch ein. Du hast ein Messer. Ist das dein Ernst? Warte mal. Keine Ahnung. Oder mach die gerade nur ein Päuschen. Aber du kannst ja eigentlich, während du eine Pause machst, nebenbei vielleicht. Ach, keine Ahnung. Manchmal bin ich einfach nur sehr hart verwirrt. Ich glaube, die machen eine Pause, kann es sein. Okay, Gerberstelle müssen wir auch machen und so weiter. Passt aber erstmal. Winter ist ja noch weit entfernt. Ich will mal ganz kurz schauen oben wegen den Fellen, ob das im Lager noch ein bisschen Platz ist. Wenn da Platz ist, dann machen wir erstmal Pfeile und dann erkunden wir ein bisschen das Gebiet, weil ich muss ja auch schauen, dass wir hier, ihr wisst schon, ne? Ja, ich nehme mal schon mal raus. Dann haben die hier noch ordentlich Platz. Vielleicht lasse ich erstmal. So. Ach, warte mal, zerlegt sie jetzt das Fleisch? Ich hoffe, das verbrennt nur jetzt hier nicht, ne? Das wäre. Nee. Ja, sie ist so ein bisschen am Braten. Ich bin mal gespannt, ich lasse es mal hier drin, das Fleisch, ob sie das hier rausnimmt. Was ist das hier für ein Lager? Sehr gut. Wunderbar. Gut, nur was mir aufgefallen ist, die Fasern gehen mir, glaube ich, langsam wieder aus, ne? Stöckchen sind irgendwie alle weg. Wo sind die ganzen Stücke weg? So, also Pfeile. Wir machen erstmal eine Runde Pfeile. Sind wir da versorgt? Das erste. Zack. Gut. Äste, was machen denn meine Holzfäller? Ich meine, wir haben hier hinten direkt. Ich habe hier auch einen Marker gesetzt. Hier, das ganze Gebiet. Ich laufe aber lieber irgendwie hier hin, oder? Anscheinend. Naja, ich brauche jetzt eigentlich ein paar Äste. Aber auch hier Stämme, die haben gar nichts, ne? Jetzt nochmal hier Fasern raus. Die Rinde sieht auch gar nicht mehr gut aus. Oh, ich habe hier noch einen Knüppel zum Verteilen. Ist mir ganz schön aufgefallen. Warte mal, braucht einer von euch einen Knüppel? Du hast einen. Wie sieht es mit dir aus? Du hast keinen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist stolzer Besitzer eines Knüppels. So, also. Ich brauche jetzt. Ah, warte mal. Äste haben die abgegeben, ne? Sehr gut. Dann kannst du noch mal ein paar Pfeile machen. Ein bisschen Werkzeug. Ich muss noch mal schauen, was für Werkzeug ich überhaupt noch da habe. Jetzt die goldene Frage. Sie brät noch.
Also, wir beobachten jetzt, ob sie hier Fleisch rausnimmt. 9. Ich glaube, sie hat was rausgenommen, ne? Aber warum haut die nicht direkt 5 drauf? Verstehe es nicht. Also, wir haben Äxte. Angeln gut, eh nicht. Wir sollten nochmal so Hammer machen. Kann nicht schaden. Hammer, dann Holzhacke. Damit die Bauarbeiter, ja super, da immer genug Dingens haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Obwohl, warte mal, Holzhacke. Haben wir sie, okay, haben wir noch hier. Wir haben noch alte Axt. Wir haben Spitzhacken, wir haben Messer, wir haben Rechen. Soll ich vielleicht nochmal Bögen machen? Dass sie kaputt gehen. 2 Bögen vielleicht. 3 bis 6. Ja, auf jeden Fall den hier, klar. Okay, dann ein halt. Warte mal, hier haben wir noch einen anderen. 3 bis 6, 5 bis 8. Achso, anderes Holz. Ja, und dann machen wir nochmal Pfeile. So. Ich brauche es erstmal nicht. Ich komme erstmal so klar. So. Dann ist doch gut. Dann haben die erstmal alles hier. Fleisch nimmt sie nicht raus, ne? Muss ich hier echt immer das Fleisch ins Inventar geben? Ich glaube ja, ne? Ja gut, dann hier, mach nochmal. So. Aber hier ist genug drin. So, dann wollte ich jetzt Sammler aufstellen. Wir brauchen nämlich Sammler für die Beeren. Das ist hier und hier. Das heißt, hier hinten bauen wir auch nochmal ein. Ein paar Sammler aufstellen. Jetzt fehlt er. Jetzt habe ich keinen Stock mehr. Einen Augenblick. Hier brauchen wir wieder Stein. Ja, super. Wir brauchen diese Felsen. Ich muss eigentlich einen Steinbruch reparieren. Ich würde ganz gerne erstmal schauen, weil Metall wäre schon mal ganz geil, wenn ich wüsste, wo es Metall gibt. Das ist ja anscheinend bei diesen Höhlen. So, wie gesagt, ich baue jetzt nochmal diesen Sammler. Dann erkunde ich erstmal das Gebiet ein bisschen. Obwohl in der Nacht. Na gut, egal. Oh, ich brauche Essen. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Und vor allem auch die Kohle schleppe ich jetzt mit, aber egal. Einen Augenblick mal. Dann nehme ich mir natürlich auch mal was zu essen raus. Passt schon so. Brunnen trinke ich dann direkt hier raus. Einmal Gesicht reinstecken und trinken. Okay. Sammler und dann verteilen wir erstmal, keine Ahnung, ganz viele Sammler. Also, der hat jetzt eigentlich hier. Hier ist das Gebiet abgedeckt. Hier sogar. Ja, würde ich sagen, hier und hier noch vielleicht. Ah, nee, guck mal, hier ist sogar auch. Das heißt, wenn dann hier. Aber wir laufen erstmal in die Richtung. Kann man nochmal hier und hier einen hinpacken. Und dann kann ich dabei die Gegend erkunden, schauen, ob wir vielleicht nochmal Jötenblut finden. Ich hoffe, dass sie klarkommen, wenn wir es angegriffen werden, aber ich denke, das sollte erstmal kein Problem sein. Der Sammler geht bis hier, das heißt, den nächsten haue ich dann da hinten hin. Ja. Weil das ja irgendwie immer nicht genug zum Sammeln, ne? So. Weiß nicht, ist hier oben auch irgendwas? Nee, ach nee, oh, nee, nee. Gut, braucht man nicht sammeln. Dann laufen wir da hinten noch hin. Aber ich finde hier kein Jötenblut mehr, ne? Auf neuen Spielstand, da haben wir so viel. Ach doch, guck mal.
Sammle ich jetzt auch gleich. Stell erstmal nochmal einen Sammler auf. Und zwar genau hier. Also wenn du dann nicht genug hast, dann weiß ich auch nicht. Wenn du dann nicht genug Sammler hat zum Sammeln, dann raste ich aus. So. Jetzt erstmal mein Zeugs hier. Und wir können auch hier direkt meinen Sammler aufstellen, schon mal für Steine. Gebäuderessourcenmarker. Petroleum, Stein. Weil ich werde die Steine hier definitiv vergessen. Weil ich werde die Brocken jetzt erstmal zurücklassen. Dann können die nämlich gesammelt werden. Und hier ist ja auch ein bisschen was zum Abbauen und so. Aber mir geht es jetzt erstmal um Jötenblut. Dass ich wieder langsam ein paar mehr Leute kriege, weil ich habe nur 9 Bewohner, ne? Das ist fürs erste Jahr echt wenig. Weil, wie viel habe ich verloren? 4 gestorben, 2 abgehauen. Ich habe irgendwie 5 oder 4 Leute verloren. Irgendwie so um den Dreh. Ich kann euch nicht sagen, wie viel genau, aber ich habe sehr viele Leute verloren. Ja, gut, 2 nur. Den nehme ich auch mal mit. Oh, warte mal. Ich weiß, das könnte auch der Sammler machen, aber. Warte mal, die Range geht die bis hier hin. Ja, okay. Gut. Können wir noch hier in die Richtung schauen? Ich weiß nicht, ob das hier so interessant ist. Am Strand, ich glaube nicht. Von dort kommen wir ja. Ich habe, ah doch, ich habe eine Fackel. Wollte schon sagen, habe ich keine Fackel. Muscheln sammeln könnte ich auch noch mal irgendwann mal machen. Sammler, Sammler. Das heißt, wir bauen hier noch mal ein. Ein bisschen weiter hinten. Ja, super. Zack, zack. Dann bauen wir den nächsten hier hin. Und dann fehlen mir. Ach, guck mal, perfekt. Nee. Da. So. Dann sollte das doch, was Sammler angeht, erstmal passen, oder? Könnte trotzdem schon mal ein paar setzen. Haben wir jetzt nochmal ein großes Gebiet abgedeckt? Ich muss halt wissen, wo diese Höhle ist. Oh, warte mal, da hinten ist nochmal Jüttenblut. Das zählt nicht mehr zum Gebiet. Hier gibt es nämlich Flachs und so. Das zählt nicht. Dann machen wir hier nochmal so einen Sammler hin. Hätten wir hier irgendwie Äste zum Sammeln? Sehr schön, man kann hier nochmal bauen. Du hast keinen Bock, einen ganzen Baum zu fällen, obwohl es eigentlich auch schnell geht. Aber komm, machen wir mal eben so. Ja gut, dann können wir da hinten noch die beiden Felsen sammeln. Wenn ich dann noch einen dritten finde, dann könnten wir nämlich direkt zwei miteinander uns die Leute ranholen. So, trinken wir nochmal einen Schluck. Jetzt habe ich kein Essen dabei, aber warte mal, hier waren noch irgendwo Beeren. Guck mal, hier haben wir sogar wieder. Sammle ich mal kurz. Hier dann nehme ich auch einfach direkt mit, was soll's. So. Ja, ich muss halt finden, wo diese Höhle ist, ne? Ich muss das Gebiet auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erkunden. Definitiv. Aber. Langsam wird es besser. Die Leute sind zufrieden, die hauen wir nicht ab. Die haben Essen da. Der Baum macht oben seinen Job. Da werden wir auf jeden Fall auch noch ausbauen. Dann brauchen wir wieder einen Stein-Dingens-Typen. Steinmetz. Nennt man den Steinmetz? Ich glaube ja, ne? Ja, aber wie gesagt, der andere Spielstand, der neue, der läuft definitiv besser. Also wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall bei. Weil ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal eine zweite Runde zu starten. Das ist kein Problem für mich.
Das Spiel macht mir eh unfassbar Spaß und ich sehe gerade, hier hinten haben wir noch mehr Jüten. Blut. Deswegen markieren wir uns die Stelle mal. Ah, oh, hier haben wir sehr viel. Geil, das heißt, ich kann mir doch noch mal ein paar Leute ranziehen. Sehr, sehr geil. Das ist mega gut. Ja, und am Anfang hatte ich halt auch keinen Plan gehabt mit diesen ganzen Hasen, ne, dass sie uns hier die ganze Zeit unser Zeugs wegklauen. Das haben wir jetzt alles mit der Zeit gelernt, ne? Aber gut, man wird ja besser. Man wird besser, man wird schlauer und das Spiel macht mir trotzdem so viel Spaß. Also ein zweiter Durchlauf, echt. Finde ich sogar irgendwie cool. So, dann nehmen wir mal ein paar Stücke nochmal mit. Warum nicht? Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2 hätte ich noch ganz gerne. Ja, jetzt haben wir Samen hier rumliegen. Jetzt habe ich doch zu viel Kram dabei. Dann nehmen wir uns da hinten den noch. Wie viele Steine habe ich? Auch sehr viele Steine, ne? Obwohl das mit den Steinen, das geht noch. Warum habe ich die Kohle mitgenommen? Bin ja trotzdem schon mal, die brauchen wir so oder so. Oh, warte mal, was ist das da hinten? Nochmal so ein Spawner. Nochmal Skelette? Warte mal, das muss ich mir mal kurz mal anschauen. Wie gesagt, den holen wir uns mit, dann haben wir schon mal wenigstens zwei. Oh ja, gut. Oh, ich dachte schon irgendwie ein Wolf erstmal oder so. Komm, nehmen wir mal mit. Bin direkt genascht. Was ist das? Oh. What? Okay. Okay. Wölfe sind auch hier, super. Okay, das sieht noch schlimmer aus als der Skelettspawner, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, wir sollten erstmal zurück. Alles klar. Ja, das sah nicht gut aus. Also, ich glaube, der hätte mich auf jeden Fall platt gemacht. Und wir haben ja am Strand auch noch irgendwie so einen Boss. So einen Draugboss. Ja, und warte mal, da oben sind ja die Dinger. Aber es sind ja nicht alles Leute, die gestorben sind, ne? Leiche, Leiche. Leiche. Aber manche sind ja abgehauen, sind nicht alle gestorben. Okay, aber man könnte daran zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 sind auf jeden Fall weg, ne? Sag ich ja, wir hätten eigentlich 14. 14 Leute. Ja, das wäre deutlich besser. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Stein drin, hätten noch einen weiteren Bauer. Hätten einen Heiler, der die ganze Zeit drin bleiben kann. Hätten dann immer noch zwei Leute übrig. Dann einen zum Kochen. Einer, der in der Kaserne trainieren kann. Oder einen weiteren Heckenschützen oder so. Ja. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, wir hätten auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten. So haben wir jetzt ein bisschen Probleme, aber neue Leute kommen ran. So, was bist du denn? Also, Handwerker. Okay. Dann können wir die anderen ablösen. Ich verbessere mein Spiel bei Partitern am besten bei Tageslicht. Das macht sie effektiver und kraftvoller. Heißt das, du bist eine gute Heilerin? Ein Fan von Bäumen. Ich weiß, sollte ich dich austauschen? Ich müsste mal schauen, nochmal, was Effekte die anderen alle haben. Ich habe das so durcheinander gemacht. Werkzeuge und Waffen herstellen. Das sollten wir eigentlich auch machen, ne? Aber irgendwie Holzfäller kommen nicht so hinterher. Ich hätte ganz gerne eine gute Holzfällerin. Gut. Leute, ich würde sagen, das war es auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.